freue mich sehr, jetzt Matthias Schindler ankündigen zu können. Matthias Schindler ist sowas wie ein Kommandant der Content Liberation Army, wie er das immer nennt. Er ist Gründungsmitglied von Wikimedia, also ein ganz alter Wikipedianer schon. Er schreibt unter anderem für Heise Online und auf Blogs wie netzpolitik.org und wird uns jetzt etwas über erfolgreiches Scheitern und Scheitern als Erfolg sagen. Ich freue mich sehr. Bis dann. Das ist ein Vortrag, den halte ich zum ersten Mal und ich freue mich seit vielen Jahren darauf, eine Gelegenheit zu finden, ihn endlich mal zu halten. Es hat mehrere Gründe. Zum einen ist man, wenn es um das Thema Scheitern angeht, nicht so gerne als Wikipedianer an der ersten Stelle gesehen, weil wir nicht als Scheitern, als gescheitertes Projekt oder ähnliches wahrgenommen werden. Eigentlich immer die Frage gekommen, ja, können Sie mal einen Vortrag halten über, wie man erfolgreich das und das macht, so Content Management oder erfolgreich mit Lizenzen, erfolgreich hier irgendwas machen. Und ich möchte gerne diesen Spieß umdrehen und ein bisschen die wahre Geschichte von Wikipedia erzählen und das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben zum Thema Umgang mit Erwartungen und zum Scheitern. Wenn Sie zwischendurch Verständnisfragen haben, die ganz, ganz kurz sind, melden Sie sich einfach kurz. Wir sind nicht so viele und das müsste funktionieren und bei inhaltlichen Fragen nachher gerne mehr. Ich möchte Ihnen Wikipedia vorstellen als das Resultat von einer Reihe von Fehlschlägen und möchte Ihnen dazu Jimmy Wales vorstellen. Jimmy Wales war erfolgreicher CEO bei einer Firma namens Bomis.com. Die ist auch mit gutem zu reden, ist das kein Projekt aus dem Kulturbereich und war eigentlich eher so eine Art von Linkringe, bisschen was mit Werbung, bisschen was mit Adult. Gut besucht, hat Geld eingebracht und erlaubte ihm ein paar Randprojekte zu fahren. Und eines davon war ein Projekt namens Nupedia. Nupedia sollte eine Online-Enzyklopädie werden, die unter einer freien Lizenz steht, also einer Lizenz, die jedermann die Nachnutzung von Inhalten erlauben soll. Und man dachte, okay, um das hinzubekommen, bauen wir einfach das nach, wie wir uns in der Enzyklopädie-Redaktion vorstellen. Jimmy Wales hat mit Larry Sanger einen Chefredakteur eingestellt und hat dann diesen Chefredakteur gebeten, so einen Workflow zu entwickeln mit einer Akkreditierung für Freiwillige, die Artikel schreiben und Checks und Balances und einem Peer Review und noch ein bisschen, noch zwei Lektorierungsschleifen, Auftragsvergabe und der Akkreditierung. Das Ding startete 2000 und Ende 2000 hatten sie zwei Artikel geschrieben. Es gab ein paar weitere Artikel, die in der Pipeline lagen, aber eigentlich war nach einem Jahr klar, kein Freiwilliger tut sich sowas an. Kein Freiwilliger, der eigentlich gerne Artikel schreiben möchte, arbeitet sich durch ein solches Gewühl, lässt sich zuerst auf Herz und Nieren über die Qualifikationen prüfen und wartet dann so lange, bis er irgendwann tatsächlich endlich schreiben darf. Und 2000 war dann so ein bisschen die Frage, okay, wie geht es jetzt weiter? Und Jimmy Wales, Larry Sanger und andere kamen am Ende zur Idee, ein Wiki zu nehmen als eine Art von Durchlauferhitze, also ein Projekt nebendran zu bauen, bei dem Freiwillige dann auch ohne Akkreditierungsverfahren schon mal Fakten zusammentragen können und Formulierungsvorschläge machen, so ein bisschen sie Vorläufer arbeiten für das, was dann die eigentlichen Profis machen sollten. Es wurde sogar noch eine Art Brandschutzmauer eingerichtet, um sicherzustellen, dass der gute Name von Nupedia nicht durch so ein anarchisches Projekt wie ein Wiki beschädigt wird. Und letztlich führt es dann dazu, dass innerhalb von ganz kurzer Zeit diese Wikipedia in der Aktivität, in der Zahl der Artikel, aber auch am Ende schon in der Qualität der Artikel, die Nupedia überholt hat. Larry Sanger hat dann ein paar aufopferungsvolle Versuche gestartet, die Inhalte aus Wikipedia durch diesen
Nupedia-Prozess wieder durchzuschleusen, weil ja eigentlich das Ziel weiterhin war, man wollte die Nupedia stärken und hat dazu einfach nur das Wiki vorgeschaltet, um die Arbeit einfacher zu machen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Projekt, das da gerade so fröhlich vor sich hin wächst, dann kommt da jemand und sagt, ja, ja, aber neben dem Spaß möchte ich noch ein bisschen, dass ihr für Nupedia was macht. Und das ging grandios schief. Zweiter Fehlschlag. Der dritte Fehlschlag, den haben dann die meisten nicht mitbekommen, nämlich die Server von Nupedia crashten. Und es dauerte dann gerüchteweise einige Wochen, bis jemand das gemerkt hat, weil einfach keiner mehr bei Nupedia war, um zu merken, dass die Server down sind. Das, spätestens dann, wenn Sie so eine Situation haben, spätestens dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie das einfach stillen lassen, beenden. Nupedia heute schläft. Also es gab, glaube ich, niemanden mehr, der noch irgendwie einen offiziellen Ende Kommentar geschrieben hat, und dementsprechend kann es sicher sein, dass Nupedia irgendwann wieder auferstehen wird. Und eine ganze Reihe von weiteren Fehlschlägen hat dazu geführt, dass Wikipedia heute tatsächlich das ist, was ich einen qualitativ hochwertigen Fail nennen möchte. Nämlich wir hatten dank der Dotcom-Blase, die geplatzt ist, auch gar nicht mehr am Anfang diese Hoffnung, dass Werbung irgendwas dazu beitragen könnte, das Ding zu stabilisieren. Das hat man es gar nicht erst versucht. Wikipedia ursprünglich mal unter wikipedia.com gestartet, hatte einfach keine Werbung, weil es keine Werbepartner gab, die dafür Geld ausgeben wollten. Ein paar Jahre vorher wäre es noch irgendwie gegangen vielleicht, da wurde ja für alles Geld ausgegeben, aber dann ging auch das Funding für Larry Sanger als bezahlten Editor-in-Chief aus. Larry Sanger hatte keine Lust, unbezahlt zu arbeiten, und das war dann so ein weiterer Schub für Wikipedia, als plötzlich jeder tun lassen konnte, was er wollte, und nicht mehr noch einen Chefredakteur hatte, der irgendwie Kraft einer Bezahlung mehr Zeit hatte, um sich die Sachen zu kümmern. Der nächste Fail kam, als 2 von 3 Servern den Geist aufgaben und man dann fragte, okay, Bomis hat das Geld nicht so, um jetzt neue Server zu kaufen. Können wir nicht eigentlich mal jemanden fragen, der sich damit auskennt oder ein bisschen Geld haben könnte? Und wir haben, fairerweise ist alles vor meiner Zeit, als ich wirklich aktiv dabei war, einen Spendenaufruf gestartet mit der Bitte, finanziert uns doch mal bitte ein paar Server. Und das war so erfolgreich, dass wir es seitdem immer wieder gemacht haben. Das ist ein Zitat, das wird mehreren Leuten zugeschrieben. Jimmy Wales steht hier als Name nur stellvertretend für einen der Personen, die diesen Spruch laut und häufig wiederholen. Unser Produkt ist Offline-Zeit. Immer dann, wenn Wikipedia in die Knie gegangen ist in der Vergangenheit, stieg die Anzahl der Spenden dramatisch an, weil statt einer 404-Datei nicht gefunden oder 500er-Fehler wurde gezeigt, Wikipedia ist gerade down, aber ihr könnt ja durch Geld mithelfen, dass wir wieder auf die Beine kommen. Und das heißt, es gibt tatsächlich die Gerüchte, dass hin und wieder mal Server schneller über ein Jahr lang gegangen sind, als es eigentlich nötig gewesen wäre, um die Spendenmotivation zu anzapfen. Aus dieser Phase sind wir eigentlich vorbei. Es gibt noch einen zweiten Einkommensquelle, nicht Downtime durch Serverfehler, sondern Downtime durch Abgeordnete der Linkspartei, die durch eine einstweilige Verfügung die Weiterleitung von Benutzern von wikipedia.de nach de.wikipedia.org untersagen. An diesem Tag, als Wikipedia durch eine einstweilige Verfügung nicht erreichbar war über wikipedia.de, haben wir auch gleich 20.000 Euro an Spenden eingenommen. Also danke an die an Kollegen Heimann, inzwischen nicht mehr im Bundestag, glaube ich. Business Model in Anführungszeichen, das ist eigentlich tatsächlich wirklich das Resultat von vielen Fehlschlägen und halt dem einen Mal, wo wir dann einen guten Gedanken hatten, doch einfach nach Spenden zu bitten. Das erste Mal Spendenaufruf nicht für uns, sondern für einen der Freiwilligen, die unendlich viel Zeit investiert haben in das Programmieren der Software für Wikipedia, also MediaWiki als Wikisystem. Ist das Resultat davon, und eine Bitte war halt eben, schenkt diesem Jungen doch einen Laptop, damit er auch während der Fahrzeit, wenn er irgendwo reist, ein bisschen programmieren kann. Hat funktioniert, dann 30.000 für neue Server, und dann stieg die Zahl an, und das ist eine Zahl von heute Morgen. Die unterschiedlichen Farben beziehen sich auf die jeweiligen Jahre, in denen wir jetzt ordentliche, geregelte Fundraising-Drives machen mit echten, getesteten Bannern mit der Aufforderung zu spenden, und diese Graph hier, gelb ist 2011, das ist das Spendeneinkommen für die Wikimedia Foundation vorgestern, also am Tag 1 des Spendendrives, das sind 1,1 Millionen Dollar. Und am zweiten Tag 1,0 Millionen, jetzt der dritte Balken, der ist noch nicht fertig, der wächst noch im Laufe des Tages, wird vielleicht auch irgendwie so knapp um die 1 Million sein. Mal schauen, wir haben noch ein paar Banner in petto, die auch ganz gut getestet wurden als Spendenaufruf. Gleichzeitig sammelt der deutsche Verein,
wo ich angestellt bin, auch. Also diesen Teil haben wir inzwischen nicht mehr so, dass wir das als Fail bezeichnen könnten. Seit tatsächlich 2 Jahren betreiben wir sowas wie aktive Spendenakquise und testen auch mal Banner, bevor wir sie schalten, im großen Stil. Wenn Sie auf der Suche nach Fail sind, finden Sie neben Wikipedia eine Reihe von Schwesterprojekten, die alle mehr oder weniger sich dafür qualifizieren, weil sie noch nicht so gut abgehoben haben. Wikinews, 2004 gestartet, soll einmal das Äquivalent von Wikipedia im Nachrichtenbereich werden, haben Sie vermutlich noch nicht so viel davon gemerkt, aber wenn Sie mal auf die englischsprachige Wikipedia gehen und auf der deutschen, also es ist ein bisschen besser als tot ist es tatsächlich. Und es gibt Menschen, die bemühen sich und es kann durchaus sein, dass halt eben tatsächlich aus diesem, seien wir ehrlich, ist das doch ein Fehlschlag, dann noch eine Idee haben, was man noch machen kann, durch eine Kooperation mit Partnern, vielleicht durch ein Umstellen als Projektes, irgendwas kombinieren, bin ich mal gespannt. Wikiversity ist ein bisschen jünger, soll den Bildungsbereich umkrempeln, Wikispecies, da weiß eigentlich nicht so jemand, was das ist, soll Informationen zu Lebewesen sammeln, minus dem Teil Lebewesen in der Kulturgeschichte, weil die Informationen zu den Lebewesen haben Sie in Wikipedia schon, nur wenn Sie halt den Artikel zum Weißen Hai haben, haben Sie halt nicht nur die Angaben zur Taxonomie und zur Anatomie des Weißen Hais, sondern auch gleichzeitig das Aufkommen des Weißen Hais in der Kulturgeschichte, in der Filmgeschichte natürlich und die Wikispecies-Leute möchten das gleich halt haben ohne den Weißen Hai im Film. Größere Unterschiede sind mir nicht bekannt. Aber auch hier ist das Potenzial vorhanden, vielleicht mal was Erfolgreiches zu machen. Je nachdem, wie streng Ihre Maßstäbe sind, Wikibooks, Lehrwerke, da könnte zum Beispiel auch die Debatte um Schultrojaner und anderes vielleicht auch die Motivation langsam steigern, sich darum mal intensiv zu kümmern. Wikiquote-Zitatesammlungen benutzen viele sehr gerne. Urheberrechtlich ist das ein Minenfeld im Zweifelsfall. Wiktionary in Wörterbuch. Ich bin noch nicht überzeugt, dass die Software, die wir dafür haben, das Ideale ist, wenn Sie so strukturierte Daten haben. Aber auch da wird gearbeitet und wir haben ganz, ganz viel Fail in der Mache. Wenn Sie auf diesen Proposals for New Projects gehen, finden Sie richtig tolle Vorschläge neben richtig, richtig tollen Vorschlägen, neben Vorschlägen, bei denen Sie einfach nach dem dritten Lesen nicht wissen, was möchten die eigentlich für Inhalte haben. Aber okay, wir probieren es im Zweifelsfall einfach mal aus. Wenn Sie den Fehlschlag verhindern möchten, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt habe ich Ihnen mit Wikipedia ein paar Gründe gegeben, warum Sie eigentlich nicht verhindern wollten, aber angenommen, Sie möchten den Fehlschlag verhindern, haben Sie eigentlich 4 Stellschrauben. Sie können entweder mehr Zeit aufsetzen, mehr Geld einsetzen, mehr Personen, oder Sie können die Anforderungen senken. Und ich möchte ganz kurz umreißen, was für Stellschrauben Sie haben. Mehr Zeit, warten kann helfen, weil ja in der Zwischenzeit die Welt sich weiterdreht und Firmen wie Intel, andere Firmen, mit Hilfe von Moore's Law dafür sorgen, dass das, was heute sehr viel kostet, morgen etwas weniger kosten wird. Halbierung der Kosten, Verdopplung der Leistungsfähigkeit alle 18 Monate, was Rechenkapazität angeht, viele andere Dienste, klappt das auch. Das heißt, wenn Sie einfach 2-3 Jahre warten oder bei Speicherkapazität von Platten, wir hatten vorhin die Zahl 40 Euro pro Terabyte pro Monat, kann man annehmen, vielleicht sind es im Jahr 20, je nachdem, wie die Kosten sich verteilen auf Personalkosten und Technikkosten. Einige Probleme lösen sich von alleine. Das heißt, wenn es um DNA-Sequenzierung geht, kann es sein, dass halt eben ein Craig Venter vorbeikommt und einfach einen ganz neuen Ansatz findet, der es ermöglicht, Dinge in einer Geschwindigkeit zu machen, die einfach auch fernab von irgendwelchen Skalierungskurven liegen. Man wartet einfach ab, vielleicht löst es sich. Google Book Search hat ein paar Technologien eingeführt, die Massendigitalisierung spannend und einfach machen. Und im schlimmsten Fall lösen sie sich auch, wenn einfach die Bibliothek abfackelt, in der die zu digitalisierenden Inhalte liegen. Also das ist jetzt wirklich nicht... ich mache mich nicht lustig über diesen tragischen Fall, aber die Zahl der zu digitalisierenden Inhalte hat dramatisch abgenommen. Das heißt, wenn Sie sagen vorher, wir konnten das nicht finanzieren, weil es zu viele waren, vielleicht können Sie es ja jetzt finanzieren. Und vielleicht haben Sie noch ein bisschen Geld übrig, um die Sachen in anderen Bibliotheken zu finanzieren, bevor Sie abfackeln. Aber auch da hat Fail eine gewisse Komponente und die Möglichkeit, einfach durch Zeit Probleme lösen zu lassen. Und generell natürlich Annahme, vielleicht macht es jemand anders auch von alleine und dann haben wir es ja auch gelöst.
mehr Geld führe ich eigentlich weniger aus, weil ich vermute wirklich, jeder von Ihnen hat einen Plan, was er mit mehr Geld machen möchte. Also vielleicht Max Heng jetzt ausgenommen, also vielleicht so die Leute von Google mit weiß nicht, 40 Milliarden im Moment in Cashflow, geht das vielleicht nicht, aber so jeder andere, Herr Sander, wenn ich Ihnen einen Scheck von 1 Million gebe, ich glaube, der Scheck hält nicht lange, also ja, ich wünsche jedem diesen Scheck, aber ich kann ihn nicht geben. Mehr Personal verhält sich zum Teil wie mehr Geld, aber es gibt noch ein paar andere Quellen, Sie können durchaus umschichten, Sie können Freiwillige gewinnen, mehr oder weniger versteckt als Freiwillige oder Zwangsrekrutierte, je nachdem, wie Sie Stellschrauben, weiß nicht, in der Arbeitsbeschaffung oder Ähnliches hinbekommen, 1-Euro-Kräfte oder halt eben die Wiedereinführung der Wehrpflicht und der Ersatzdienste. Nicht lachen! Jeder Ölrechtler wird Ihnen sagen, dass das Wehrpflicht ein Zwangsdienst ist und dementsprechend der ganze soziale Dienst, der dann als Ersatzdienst davon abhängig ist, auch ein Zwangsdienst ist. Aber okay, Bundesfreiwilligendienst soll ja angeblich zum Erfolg werden und vielleicht bekommen ja auch die kulturellen Einrichtungen was davon. Umschichten geht immer und in Kombination mit mehr Geld. Kennen Sie Mechanical Turk? Das Modell chinesische Rote Armee. Sie haben ein Problem und Sie erschlagen es durch den Einsatz von vielen, vielen Helfern, denen Sie für einen Aufgabenschritt jeweils 1 Cent zahlen. 1 Cent, je nach geografischer Region, kann eine Menge Geld sein. Mechanical Turk hat viele Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel, Sie bekommen 150.000 Bilder vorgelegt von britischen Straßen und sollen dann einfach nur einzeichnen, welche Fahrbahnbegrenzungen wo sind. Forscher können das gerne und häufig machen, wenn sie zum Beispiel Testdaten haben möchten, hochwertige Testdaten in der Frage Bilderkennung und der Frage, wo verlaufen Straßen und kann ich beispielsweise mit den Testdaten dann meine Maschinen trainieren, um auch dann die Mechanical Turk-Kunden nicht mehr bezahlen zu müssen. Alle 3 Stellschrauben, die ich genannt habe, sind heute unrealistisch. Also keine öffentliche Einrichtung wird mehr Zeit, mehr Geld, mehr Personal bekommen, eher im Gegenteil. Und keine kulturelle Einrichtung, von vielleicht 2, 3 abgesehen, ist too big to fail. Staatstragend sind wir sowieso nicht, das ist ja eine Hyper-Real Estate. Also die 3 Stellschrauben von den 4 sind eigentlich unrealistisch. Und es bleibt weniger Anforderungen. Und weniger Anforderungen ist eigentlich das Instrument schlechthin, weil es auch kombinierbar ist mit der Negation der anderen 3 Stellschrauben. Das heißt, es funktioniert auch dann, wenn Sie noch weniger Geld und noch weniger Zeit und noch weniger Personal haben. Sie können es beliebig nach unten drehen. Also, und Sie sparen natürlich Enttäuschungen. Also Sie wecken erst gar nicht die irgendwelche Erwartung, dass irgendwas passieren wird, wenn Sie einfach die Anforderungen herunterführen. Und ich möchte das ein bisschen ausführen, weil es gerne vorkommt und ich bin nicht sicher, ob es regelmäßig vorkommt, als bewusster Einsatz von Stellschrauben in der Frage, wie verhindern wir Scheitern, sondern weil ich auch mir vorstelle, dass es kann nur einfach sein, dass jemand es einsetzt, weil er es schon immer so gemacht hat, aber noch nicht wusste, dass das eigentlich eine Strategie sein kann. Versprechen Sie einfach nichts. Also, und wenn Sie tatsächlich genötigt werden, dann doch mal mit einem Projekt zu starten, dann nennen Sie es nicht auf keinen Fall Start, weil dann beim Start sind wir die Erwartung, nennen Sie es einen semi-öffentlichen Testlauf. Weil dann können Sie mal sagen, dann brauchst du mir nicht mit 10.000 von Leuten starten oder halt eben nicht starten, sondern wir starten mit 30 oder die Zahl kommunizieren wir auch nicht. Und semi-öffentlich heißt auch nur, wenn Sie es zufällig sehen, dass wir da sind, glauben Sie nicht, dass Sie dort sein dürfen. Also Sie dürfen das nicht als Maßstab für das nehmen, wo wir gerade sind, sondern es ist einfach nur ein Testlauf und alles kann passieren. Ist prima. Sagen Sie auch nicht, was für Funktionen Sie jetzt haben wollen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wollen, sondern sagen Sie dann immer deflektierend, was in zukünftigen Ausbaustufen passieren wird und noch besser ist dann die Profis, was in zukünftigen Ausbaustufen denkbar sein wird. Nehmen Sie Google und schauen Sie mal in Projektplänen so nach, wie häufig das Wort denkbar reinkommt. Weitere Funktionen sind in künftigen Ausbaustufen denkbar. Als vollstehender Suchstring, Sie finden Treffer und nicht wenige. Und der Satz ist richtig. Es ist ja keine Lüge. Es ist natürlich denkbar, dass Sie in zukünftigen Ausbaustufen auch Funktionen einbauen werden. Lassen Sie dich nicht auf das Erfüllen von irgendwelchen Pflichten festlegen. Wenn Sie es doch machen müssen, aus welchen Gründen? Sie können sich wieder rausretten, indem Sie zum Beispiel sagen, wir haben eine Beta-Test-Klausel. Alle im Vertrag genannten Verpflichtungen
was Sie machen müssen, sind so lange erstmal hinfällig, solange die Beta-Phase, und die kann ja beliebig lange dauern, funktioniert. Und wir haben ja hier auch schon in den letzten Tagen über einzelne konkrete Projekte gesprochen. Ich möchte Sie bitten, das nicht auf einem konkreten Projekt festzumachen. Es geht also nicht darum, dass ich jetzt ein spezielles Projekt oder zwei, über die wir schon gesprochen haben, irgendwie herausgreifen möchte, aber ich glaube, dass die in den meisten Fällen nur stellvertretend stehen für eine ganze Strategie. Dass man sagt, wir committen uns nicht mehr auf irgendetwas, weil wir wissen, dass das natürlich eine wunderbare Stellschraube sein kann, um nachher erfolgreich zu sein. Klingt unlogisch, ist es nicht unlogisch. Wenn Sie nichts versprechen, brechen Sie nachher nichts und Sie haben nachher den Erfolg, weil das, was Sie versprochen haben, gehalten wurde. Sie haben natürlich die Möglichkeit, in Verträgen reinzuschreiben, dass das Erfüllen abhängig ist von dem Erreichen von irgendwelchen Ereignissen. Dass Dinge passieren, dass Werbekunden, Mäzene eingeworben werden können, dass beispielsweise Anschlussfinanzierung gesichert werden kann, dass generell irgendwelche Dinge passieren. Je vager, desto besser. Dann können Sie immer auch sagen, ja, wir haben das versprochen, aber wir haben auch gesagt, wir haben ja auch versprochen, das nicht zu tun, nicht tun zu müssen, wenn es nicht erfüllbar ist. Sehr hilfreich auch hier, keine Metriken zu nennen. Keine Metriken, die nachprüfbar sind. Also Sie können entweder Metriken nennen, die nicht nachprüfbar sind, oder Sie nennen Metriken, die auf einen sehr, sehr langen Zeitraum hin genannt sind. 35 Millionen Objekte 2020. Verschafft Ihnen erstmal 9 Jahre Luft. Wenn Sie einen Teil dieser Kriterien einsetzen, haben Sie das Scheitern erfolgreich verhindert. Sie haben Erwartungsmanagement betrieben, Anforderungsmanagement, Sie haben das Scheitern abgeschafft auf dem Papier und das Projekt war ab Tag 0 erfolgreich. Weil Sie hinter jedem Punkt, in den Sie sich wirklich verpflichtet haben, einen Haken setzen können, sagen können, ja, wir haben halt eben etwas getan. Wir haben uns bemüht, wir haben das, was wir gemacht haben, hinbekommen. Und dann können Sie sagen, okay, wir waren erfolgreich und jetzt sozusagen kumuliert diese ganze Sache zur Umkehrung. Wenn ein Projekt definitionsgemäß nicht mehr scheitern kann, dann kann das nicht mehr erfolgreich sein. Wenn Sie also ein Projekt haben, bei dem Sie die Anforderungen so weit herabgesetzt haben, dass eigentlich nichts schiefgehen kann, dass die wenigen Sachen, für die Sie sich committen, noch irgendwie einsetzbar sind, indem Sie ein Telefon besetzen und eine Einzelkonferenz abhalten, bei der aber auch hoffentlich nichts Konkretes feststehen muss nachher, dann haben Sie das erfolgreiche Projekt Ihrer Geschichte hinbekommen und haben einen neuen Benchmark für alle künftigen Projekte. Sie haben aber vielleicht eine Sache übersehen, Sie haben möglicherweise halt eben dann keinen Mehrwert geschaffen für die Kultur, für die Gesellschaft, für das, was im Netz draußen passiert. Und dann schaffen Sie natürlich auch einen Raum, an dem ein Projekt wie Google Book Search eigentlich, die versprechen nicht viel, also die tun es einfach. Ändert sich langsam, da kommen inzwischen auch Zeitpläne und natürlich über allem steht dann dieses große Ziel, wir machen die Informationen der Welt durchsuchbar und universell nützlich. Das ist ein Versprechen. Sie haben keinen Zeitplan dabei, aber hin und wieder werden mal Zahlen rumgereicht, die auch groß sind. Aber Sie haben hier tatsächlich etwas, was am Ende einfach nur funktioniert. Durch den Einsatz von Geld, durch den Einsatz von Personal, durch den Einsatz auch von smarten Leuten, die viel entwickeln. Und wenn Sie dann als öffentliche Einrichtung versuchen, Google Book Search etwas entgegenzusetzen, ohne wirklichen Willen zu haben, Zeit, Geld und Ressourcen einzusetzen, ohne wirklich einmal Bücher in die Hand zu nehmen, zu digitalisieren, dann werden Sie am Ende auf dem Papier erfolgreich sein. Und das Netz und die Besucher werden sagen, okay, toll, ihr wart als Projekt erfolgreich, aber ich nutze eigentlich weiter die Book Search, weil die halt die 20 Millionen Items auch tatsächlich verfügbar haben und nicht nur die Absicht haben, es in 20 Jahren irgendwie mal durchsuchbar zu haben. Wenn Sie natürlich nicht versprechen, dass Sie eine Volltextsuche anbieten in einem Konvolut von Digitalisaten, dann haben Sie es auch nachher erfolgreich gehalten, dieses Nichtversprechen. Und die Nutzer werden weiterhin zur Volltextsuche auf ein anderes Projekt gehen. Deshalb möchte ich Sie auffordern, häufiger zu scheitern. Tatsächlich bauen Sie in Ihre Projekte Sollbruchstellen ein. Bauen Sie tatsächlich ein, wo Sie sagen, okay, hier können Dinge auch kaputt gehen. Hier können Dinge abfackeln, abrauchen. Hier kann etwas passieren, dass unsere Erwartungen zu hoch oder zu niedrig waren. Hier kann es sein, dass wir nachjustieren müssen. Wir hauen Dinge raus. Wir machen natürlich früher Releases. Wir nennen sie auch Releases. Wir nennen sie nicht inoffizielle Beta-Test-Previews. Sie können
besser scheitern, schöner scheitern, wenn Sie brauchbare Metriken einsetzen. Wenn Sie Metriken nehmen, die die Nahziele betreffen, die Ihr eigenes Handeln messbar machen, die durch andere nachprüfbar sind, die im Zweifelsfall durch Datenfreigabe auch ermöglichen, dass andere ihre eigenen Metriken entwickeln und die weitere Entwicklung nach ihren eigenen Maßstäben evaluieren. Sie können als Metriken auch zum Beispiel die externe Wahrnehmung einsetzen. Nicht sagen, wir wollen 20 Millionen Items da haben, sondern wir wollen genutzt werden. Auch da sehe ich häufig in Dokumenten, dass eigentlich alles diskutiert wird und alles als Projekt vorgenommen wird, nur nicht tatsächlich den eigentlichen Nutzer und den Nutzwert derer, die nachher zum Beispiel als Steuerzahler auch involviert sind. Das Letzte ist eine Rechercheaufgabe für Sie, ob Sie Google Book Search oder Wikisource nehmen oder andere Projekte bei Ihnen überlassen. Ich stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung. Ich stehe Ihnen vor allem zur Verfügung, dass Sie mir ganz vehement widersprechen und sagen, dass der öffentliche Dienst das nicht macht und noch nie gemacht hat, Erwartungsmanagement, Scheitermanagement zu betreiben oder Ähnliches, um dafür zu sorgen, dass das, was Sie in Projekten, an sinnvollen Projekten im Kulturbereich tun werden, noch besser hinbekommen, einen Nutzwert schaffen und dass sich dieses Ökosystem Internet sinnvoll vorantreiben. Vielen Dank. Ja, die Fragen, der Widerspruch. Herr Becker. Ja, mir scheint das jetzt ein bisschen zu einfach. Also vor kurzem ist ein bekannter Risikoforscher und Risikodienstleister in der Presse gewesen, der gesagt hat, das Erste, was er seinen Klienten einmal beibringen muss, ist, dass eine Krise keine Chance ist, sondern eine Krise. Also das ist so ein bisschen ein vages Missverständnis. Ansonsten erinnern mich diese Klauseln hier ein bisschen an Finanzprodukte. Also ich glaube, so ungefähr werden Derivate strukturiert, was die Metrik und die Erwartungshaltung betrifft. Also so haben die Leute ihr Geld verloren in der letzten Finanzkrise im Wesentlichen. Und es ist zwar so, dass Wikipedia sicher einer der erfolgreichsten Projekte in der Netzwelt ist, was diesen Bereich Zugang zu Wissen betrifft, aber also die Selbstgefälligkeit, mit der sich Wikipedia immer feiert, finde ich ein bisschen problematisch, weil das die Möglichkeit zur Kritik einschränkt, die bei diesem Projekt, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen würde. Ich könnte jetzt viele Beispiele aus meiner Umgebung von Leuten, die damit arbeiten, also ich verwende es ja selber auch, geben, was die Problematik betrifft. Im Endeffekt ist es eine Art Feigenblattprojekt und es feiert sich ein bisschen selbst in dieser Rolle, weil es halt funktioniert. Meine Meinung war, dass die CDOs genau das den Vorteil hatten, dass sie total sicher waren und da eben keine Sollbruchstellen hatten. Und, aber okay, wir können diskutieren auch darüber, ob in der Krise wirklich Geld vernichtet wurde oder einfach nur das Geld jetzt woanders liegt. Ihr Geld zum Beispiel ist woanders. Jens Best. Das ist jetzt natürlich schwierig nach Herrn Becker da irgendwie noch, aber ich versuche mal die Runde zu bekommen. Ich glaube nämlich, wenn wir das Fail often und das Fail early mit einem Fail open ergänzen, dann würde wahrscheinlich die geheimhalterische Tätigkeit, die glaube ich auch sehr entscheidend war, bei dem von Herrn Becker angeführten Finanzgeschäften und dann dadurch resultierenden Verlusten. Also Fail open heißt eben auch dann, weil du hattest ja auch die Verwaltung, also was kann Verwaltung machen, nicht nur als Einzelner öffentlich scheitern, sondern als Verwaltung öffentlich scheitern, hat ja zur Folge, dass man dann zerrissen wird, also von der Presse, als meinungsbildendes Element der Vergangenheit. Und da muss man sich natürlich fragen, ob wir bei einem Fail Open dann auch eine andere Streitkultur und einen anderen Umgang haben müssten mit dem, was wir als Medien bezeichnen und den Umgang bei der Gestaltung unserer gemeinsamen Realität. Also ich würde ganz dringend dafür plädieren, Fail Open und danach streitbar sein, um dieses öffentliche Scheitern auch als Weg zu sehen. Plus eins. Weitere Fragen?
Das ist Internet für ich stimme Ihnen zu. Und je länger ich darüber nachdenke, ich hätte vielleicht vermutlich einfach nur stillschweigend diese Openheit so vorausgesetzt. Großer Fehler, aber nein, es ist vollkommen richtig. Wir haben eine ganze Reihe von Ereignissen, in denen natürlich Metriken existieren, aber die halt aus Angst vor der Nichterreichung nicht kommuniziert werden und dann, wenn halt sie nicht erreicht wurden, nachträglich noch umdiskutiert werden. Also wir hatten natürlich in der Vergangenheit Projekte, auch die nachträglich erst dem, was passiert ist, angepasst wurden, damit sie dann wieder ein Erfolg waren. Und Openheit wäre halt natürlich ein Killer für so einen Ansatz. Ein Problem gibt es natürlich, wenn man diesen Ansatz wählt, und das ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal, spendenfinanzierten oder Risikoinvestmentfinanzierten Projekten und öffentlich finanzierten Projekten, weil die öffentliche Finanzierung sozusagen immer eine Ergebnis- und Erfolgskontrolle beinhalten muss. Das sozusagen geht auch nicht anders. Die Frage ist, glaube ich, wie man sich im öffentlichen Raum Freiräume schafft, um ein Stück wegzukommen. Also das, was hier mit Luftmachen beschrieben worden ist, was natürlich immer schwierig ist in öffentlichen Haushalten, die einfach anders funktionieren, als, sagen wir mal, Risikokapitalgeber funktionieren. Die sagen, okay, wenn weg, dann weg. Das sagt die öffentliche Hand nie, wenn weg, dann weg, sondern da muss immer was rüberkommen. Und ich glaube, da ist ein bisschen der zentrale Unterschied zu Wikimedia zum Beispiel. Dazu halt der Hinweis, wenn es ein System gäbe, bei dem die Öffentlichkeit im öffentlichen Dienst die Chance hätte, mitzugestalten, was die Anforderungen sind, wäre schon ein erster Schritt. Und ich rede nicht von Nutzerbeiräten. Also ich rede nicht von einem Gremium, das nachgeordnet genauso wenig Möglichkeiten der Mitgestaltung hat, wie die Öffentlichkeit jetzt schon hat. Dann, wenn wir das in Gang bekommen, dann wäre vielleicht schon mal so ein kleiner Initialschub geleistet, um halt eben auch im öffentlichen Dienst dafür zu sorgen, dass halt eben die Möglichkeiten, wie sie mit Geld umgehen können, sinnvoll und zielgeordnet und ähnliches funktionieren. Ja. Gut. Okay. Dann haben wir euch dann pünktlich für. Ah, doch, es kommt noch eine Frage, das ist die letzte. Ich hätte eine Frage. Sie hatten zu Anfang skizziert, dass ja Newpedia mal als peer-reviewed Enzyklopädie angedacht war, und dann hatten Sie das ja sehr stark beschrieben als Scheiternprozess. Könnten Sie sich doch noch trotzdem vorstellen, wie man sowas auch erfolgreich auf die Bühne bringen könnte, zum Beispiel mit Wissenschaftlern, indem man denen einen bestimmten Anreiz gibt, an dieser Online-Enzyklopädie mitzuarbeiten und das dann über ein Peer-Review-Verfahren abzusichern? Ich würde gerne in vielen Worten den Case aufmachen, dass dieser Peer-Review heute in Wikipedia stattfindet, aber eben nicht in einem formalisierten, sondern in einem sehr ad hoc orientierten Ansatz, aber dennoch von Leuten, die sie wirklich als Peers durchgehen lassen können. Was im Moment fehlt, ist der formalisierte Prozess, bei dem wir beispielsweise eine Dienststelle haben, die die Paper verschickt und die Forscher zusätzlich zu ihren Review-Arbeiten für Nature und Cell und andere Zeitschriften dann noch halt eben zum Review von Wikipedia-Artikeln einspannen können. Es gibt ein paar Projekte, die in diese Richtung gehen. Es gibt einzelne exemplarische Projekte und auch sehr häufig eine Mischung aus Erfolg und Scheitern und Ähnlichem. Es gibt, glaube ich, bei den Linguisten genau das als Test, um mal tatsächlich von außen Peer Review. Es gibt in Wikipedia so ein paar Projekte, so wie es die Außenspiegel heißt, das, wo es an sich genau um das Hereinholen, das aktive Hereinholen von genau den Peers angeht, die halt noch nicht in Wikipedia selbst arbeiten. Wenn Sie bessere Vorschläge haben oder mal auch scheitern möchten, bitte, also wirklich bitte, probieren Sie es mal aus.